Boah, ey, das ist doch herrlich. Das ist wie Musik in den Ohren. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal wieder ein Texture-Pack-Video und wir haben heute ein richtig cooles Auto-Texture-Pack am Start und zwar ein Lamborghini-Texture-Pack und ich bin wirklich gespannt, was dieses Texture-Pack bieten wird, denn ich habe mir das auch noch nicht selbst angeschaut. Wir werden uns das quasi gemeinsam anschauen und das zum ersten Mal, also ich sehe es auch zum ersten Mal und ja, vielen Dank an dieser Stelle erstmal an bei Yannick, er hat das Texture Pack gemacht, sein Kanal ist natürlich in der Beschreibung verlinkt und wenn wir 10 Likes schaffen, Leute, also so, obwohl, sagen wir 11 Likes, dann wird der Download-Link zu diesem Texture Pack auch in der Beschreibung sein und ich würde sagen, wir schauen uns das Texture Pack einfach mal an. Wir sehen schon hier Lamborghini Texture Pack und das sieht doch schon mal richtig krass aus. Das ist hier, glaube ich, ein Aventador, wenn ich mich nicht irre. Sollte ein Aventador sein. Und jetzt geht's ab, Leute. So, wir haben relativ cleane Texturen. Das sieht doch schon mal echt nice aus. So, fangen wir erstmal an bei den Schwertern. Die schauen wir uns natürlich als allererstes an. Und was haben wir hier? Wir haben hier verschiedene Lamborghinis auf den Schwertern. Hier haben wir einen braunen Lamborghini, einen gelben Lamborghini auf dem Goldschwert. Boah, sieht aber richtig sick aus, ohne Witz. Das hier ist ein grauer Lamborghini, würde ich sagen. Lamborghini in der Eisenschwertfarbe. Hier haben wir einen weißen Lamborghini. Und das ist auf jeden Fall ein Lamborghini Gallardo, sollte das sein. Das sieht man in den Scheinwerfern, wenn ich mich nicht täusche. Und das hier ist auf jeden Fall ein Aventador. Übrigens, ich habe heute, eine ganz lustige Story, ein Aventador gesehen. Und ich meine, es wäre der von Mario Götze gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Und Mario Götze habe ich ebenfalls gesehen. Er war undercover unterwegs. Nur mal ganz kurz so nebenbei als Fun Fact, wollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben. Ich habe ihn nicht angesprochen, weil man hat gesehen, er wollte unerkannt bleiben, aber fand ich ganz cool, er war mit seiner Freundin unterwegs. Schauen wir uns einfach mal das Texture Pack etwas weiter an. Es gibt Sounds und welche Sounds das sein werden, das weiß ich noch gar nicht. Deshalb, das werden wir gleich erfahren. Aber hier sehen wir auch nochmal die Äpfel, beziehungsweise die Goldäpfel. Wir haben hier natürlich ein Lamborghini-Logo drauf. Und ja, gehen wir etwas weiter. Dann sehen wir hier auch noch die Eisenerze, beziehungsweise generell die Erze. Und auf jedem Erz ist immer noch ein Lamborghini-Wappen drauf. Finde ich auch echt geil gemacht. Hier Eisenerz, hier haben wir Diamanterz und hier Golderz. Und hier halt Emeralds und hier haben wir Lapis Lazuli. Im Grunde ist halt immer dieses Lamborghini-Wappen drauf und man hat halt eine Kontur von dem jeweiligen Erz. Also zum Beispiel hat man jetzt hier ein Emerald, dann ist das natürlich grün. So, ich bin, also den Sound sparen wir uns zum Schluss auf. So, gucken wir uns ganz kurz einmal hier die Rüstung an. Ich bin gespannt, Leute, ich bin selbst gespannt. So, Diamond Armor, was haben wir hier? Wir haben hier wieder, wie beim letzten Mal, ein Lamborghini-Wappen drauf auf der Brustpanzer. Das muss natürlich sein und das darf wohl nicht fehlen, das ist ganz wichtig. Wir haben bestimmt auch nette Partikel, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Schauen wir mal. Und was haben wir für Partikel? Und wir haben Lambo. Da kommt so ein Lambo raus. Kann man das sehen? Ich hoffe schon, wenn man genau hinschaut. Ich hoffe, man konnte das irgendwie gerade sehen. Ich mach's noch einmal ganz kurz. So, zack. Ups, ich muss noch treffen. Lambo, Lambo, Lambo. Ich denke mal, man sollte es auf jeden Fall erkennen. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. So, dann gehen wir mal weiter. Und wir hören uns erstmal ganz kurz den Sound an. Boah, das ist jetzt geil. Boah. 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 Ey, das ist doch herrlich. Das ist wie Musik in den Ohren. Das gleiche haben wir beim Bogen auch, glaube ich. Boah. Da merkt man, dass halt ein V12 unter der Haube steckt. Ich meine, doch, Lambo hat ein V12. Doch, glaub schon. Egal, auf jeden Fall. Geiler Sound. Richtig, richtig geiler Sound. Boah. Boah. Geil. Geil, 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 geil. So, was auch nochmal vielleicht ganz interessant ist, ist diese Kiste hier. Man sieht, man hat hier auch nochmal ein Lamborghini-Logo drauf. Und wenn ich in den Game Modes 0 wechsle, sehen wir auch Lamborghini-Herzen. Und wir sehen auch nochmal hier, boah, das sieht echt geil aus, oder? Das sieht echt mega geil aus. Dieses Hintergrundbild sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Kann man mal machen. Warum nicht?
Und auch noch ein ganz kleines Easter Egg oder eine Kleinigkeit, die der Yannick auch reingebracht hat in das Texture Pack, ist, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Singleplayer mit dem Mauszeiger draufgehen, dann erscheint hier auch nochmal sowas Rotes, also der Tab wird quasi mit Rot ausgemalt. Und wir haben hier auch nochmal einen Lambo. Und das sieht richtig geil aus. Ohne Scheiß. Das sieht wirklich richtig geil aus. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt auf den Gombe-Server und machen einen kleinen Cut. Außerdem, Leute, könnt ihr natürlich sehr gerne an dieser Stelle Texture-Pack-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr keine Idee mehr haben solltet und vielleicht sogar einen Kommentar finden solltet, der euch besonders gefällt, könnt ihr diesem Kommentar natürlich eine positive Bewertung geben. Oder ihr könnt halt liken. Und dann sehe ich das auch und dann werde ich diese Idee sehr wahrscheinlich auch umsetzen, wenn ich sehe, dass Interesse an dieser Idee besteht. Oder wenn ihr das Ganze feiern solltet. Und ja, es ist ja so, ich lese alle Kommentare, Leute, nur ich antworte halt nicht immer auf alle Kommentare. Deshalb, das hilft mir wirklich weiter. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, juckt mich jetzt nicht, ob da jetzt jemand einen Kommentar schreibt oder nicht. Das hilft mir wirklich weiter, Leute, weil ich so weiß, okay, diese Texture Packs feiert ihr und diese Texture Packs feiert ihr und diese feiert ihr halt nicht. Deshalb würde mich das sehr freuen, wenn ihr einfach mal Ideen in die Kommentare schreibt oder halt die Kommentare liked, falls ihr irgendwas Cooles finden solltet. Ansonsten, was steht noch an? Es steht auch übrigens noch ein Pack an, was der liebe Jabba momentan macht. Das wird ein sehr aufwendiges Texture Pack, so viel kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und das war ebenfalls eine Idee, beziehungsweise ein Vorschlag, der von einem Zuschauer kam. Und dieser Vorschlag hatte sehr, sehr viele Likes. Also ich denke mal, es werden sich die ein oder anderen von euch darüber freuen. Aber mehr dazu, das erfahrt ihr dann, sobald es... Wow, was ist denn hier los? Sobald es auf jeden Fall der Fall ist. Ich denke mal, in so 2-3 Wochen wird das Texture Pack dann kommen. So Leute, jetzt sind wir hier in einer zweiten Runde und jetzt möchte ich auf jeden Fall besser abschneiden als gerade, was auch gar nicht mal so schwierig werden sollte, da wir ja komplett verkackt haben gerade, um das mal auf gut Deutsch auszudrücken. Und ich hole mir jetzt erstmal einfach den ganzen Stuff, den ich hier bekommen kann. So, perfekt, tipptopp. Und ich habe wahrscheinlich auch irgendwelche guten Sachen übersehen, da ich so in Eile bin. So, jetzt nochmal ganz gut schauen, führe ich das hier nochmal. So, das. Dann haben wir schon mal eine richtig gute Rüstung. Dann das. Okay, dann mache ich mir nochmal ganz schön ein Schwert. Perfekt. Zack. Schwert. So, zack. Da ist einer. Oh, nein. Du kannst uns hier nicht töten. So einfach geht das jetzt nicht. Wir haben jetzt wieder 5 Dias. Das ist mega nice. Hier ist noch eine Potion. So, Splash Potion. Das können wir eigentlich... Oh, der baut sich richtig krass rüber. Oh, ich treffe ihn nicht einmal! Warum habe ich ihn nicht getroffen? Sind die Eier durchgeflogen oder habe ich gerade einfach nur falsch geguckt? Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie so einen Eindruck, als wären sie durchgeflogen. Aber ich glaube, ich habe mich verschaut. Weil das wäre ja mal mega verrückt. Und warum sollte das auch passieren? Das würde ja keinen Sinn machen. Haben wir hier noch irgendwie Eier drin oder sowas? Nee, sieht jetzt nicht danach aus. Ich kann aber noch mal ein Schwert verzaubern. Das machen wir einfach mal ganz schnell. Sharpness und wir bekommen Sharpness drauf. Das ist mega nice. So, dann kann das hier auch erstmal weg. Dann vielleicht noch ein Wassereimer hier hin. Dann das hier. So, sollte passen. Und Goldäpfel. Boah, wir haben so viele Goldäpfel. Das ist ja mal mega nice. Blöcke. So, perfekt. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt einfach mal rüber und das sollte auch machbar sein. Also wir sollten den Spiel auch töten können mit den Sachen, die wir gerade haben. Okay, wir sollten nur aufpassen, dass er uns jetzt hier nicht runterkickt. Das wäre echt schlecht. So, zack. So, was macht der jetzt? Der versucht mich wahrscheinlich gleich irgendwie von oben anzugreifen oder was weiß ich, wie das jetzt machen will. So, zack. Einfach hochbauen. Erst nochmal ganz schnell den Goldapfel und gehe dann rauf. So, zack. So, bam. Und so viele Herzen kann er nicht mehr haben. Das ist auf jeden Fall klar. Und er rennt weg. Oh, er hat eine Angel. Das könnte gefährlich werden.
Und wir sterben. Um. Perfekt, wir haben ihn töten können. Wir haben ja den Vorteil, dass wir gerade auch noch das Sharpness 1 Dia-Schwert haben. Damit machen wir auf jeden Fall viel mehr Schaden als jetzt einfach ein anderer Gegner. So, und wir können uns jetzt eigentlich theoretisch rüberporten. Soll das jetzt hier werden? Und bam! Da ist er down. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine schöne abschließende Runde. GG an dieser Stelle und ja. Also Leute, ich würde sagen, bei 11 Likes gibt es dann den Downloads-Link für das Texture Pack in der Beschreibung. Und ja, Texture Pack-Vorschläge gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Video. Vielen Dank für alles, Leute, und ciao!